Bin gespannt, was da jetzt schon wieder auf uns haust. 8 Stück. Es gibt 8 Stück. Also wir sind jetzt bei 5, das heißt 3 Stück gibt es noch. Oh, das war close. Okay, hallo. Hallo. Oh. Da war ich wieder ein bisschen zu schnell unterwegs, glaube ich. Schade. Oh, es macht halt einfach so Spaß, im Mario Maker rumzuheizen. Schade, dass nicht alles abgeleint hat mit Max Speed. Oh, diesmal müssen wir ein bisschen warten. Oh, warten. 1, 2, warten. 1, 2, wir warten. 1, 2, wir warten. 1, 2, wir warten. So, bitte einmal nach oben, bitte. Hallo. Danke. Gehen wir da runter, gehen wir da rein. Blacky Mann, dir auch, danke, Mann. Und SpongeBob, hi, hallöchen. Da kriegen wir das Leben, kann schon Ground Pound machen, glaube ich. So. Haben wir schon 56 davon. Da können wir auch den Ground Pound machen, dann kommt es nach oben. Den können wir, glaube ich, auch mit dem Ground Pound wegballern. Da haben wir was. Das ballert auch alles weg. Switch könnte man hitten. Falsche Richtung. Warten, dass die in die richtige Richtung geht. So. Sehr schön. Okay. P-Switch. Es ist einfach so krass. Also was da alles mit dabei ist, ist echt krass. Kommt der hier hoch? Ich glaube, der kommt hier hoch. Es ist so gut, lecken. Also echt krass. Schade. Ich hoffe, dass man die Leben vielleicht rausbekommt. Super Balls. Zu früh. Ich hab mir Bronze nicht, oder? Also. Wir lassen den Schuh mal stehen. Was soll ich so einen neuen? Das war nicht der Weg, glaube ich. Feuerbälle? Achso. Ich behalte den mal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Schlüssel. Jemand eine Idee, Leute? Okay. Ich habe eine Idee. Come on. Sehr schön.
Man hätte auch den Schuh mitnehmen können noch. Oh, genau. Ja, das geht auch im Shiva, ja. Also in die aktuellen Videos, da habe ich auch immer einen Überblick, sag ich mal. Und Tanja, hey, hallöchen. Ah, wir müssen es durchkriegen, ne? Ich glaube, wir müssen da den Schuh durchkriegen. Ich glaube, wir brauchen den dann noch. Super Balls. Die haben wir vorhin schon mal bekommen, haben sie bisher nirgends gebraucht. Come on. Oh, ich habe gedacht, der springt von dem weg. Shit. Ich hätte nicht gedacht, dass er drauf läuft. Ich habe gedacht, der macht den Gegner platt. Schade. Aber sonst, also eben. Die Level hier sind absolut Spitzenklasse, finde ich, bis jetzt. Soll ich da drauf landen, Digga? Ah, okay. Sehr schön. Also Welt 6. Let's go. Da gucken wir mal, ob da ein Power-Up dabei ist. Sehr schön. Bisschen heiß machen aufs Level. Hast du schon mit dem, was du gesagt hast, eigentlich? Also es hat schon gereicht. Also wenn du sagst, das ist ein richtig schönes Level und ich weiß, dass du dich auskennst in Mario Maker, dann bin ich schon Feuer und Flamme. Oder ist eine coole Super World, sag ich mal. Oh, ärgerlich. Thank you.
Cooler Abschnitt, auch genug Zeit gelassen, um mal kurz zu überlegen, was hier überhaupt passiert. Sehr schön. Gute Indicator. Sind wir dann nach oben? Dann nach unten. Dann nach oben. Nach unten. Sehr schön. Checkpoint. Feuerblume haben wir noch. Ich hätte noch ein bisschen Damage boosten können. Boss. Okay. Okay. Einen brauchen wir noch, glaube ich. Sieht doch immer einfacher, sag ich mal. Also. Glaube ich nur noch zwei Stück. That's a G, not a 9. Oh. Maybe, ja. G from 10. Ich hoffe echt, diese World sieht jetzt nochmal ordentlich an, aber ich glaube schon. Der Schwengel des Todes ist wieder hier. Weggeschwengelt. Ja. Was hast du für einen Modus? Das ist eine Superworld, die wir gerade spielen. Endlich mal so ein Abschnitt, ohne dass man stirbt, wenn man es nicht hinkriegt, Digga. Danke dafür. Im Endless stirbst du normalerweise, wenn du den Abschnitt so nicht hinkriegst. Okay, mit einer Wolke. Ich renne mal gleich mal gegen die Spikes mit der Wolke. Das war genauso intended. Schön. Ah, da ist ein Mole drunter. Lauf, mein kleiner Mole. Go, 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 go. Hier müssen wir, glaube ich, mal kurz parken. Oh, weiter geht der Spaß. So. Ja. Holen wir mal ein paar Leben mit dazu. Schadet nix. Oh, das ist auch ein schönes Prinzip, finde ich immer. So mit irgendwie so Luftschiff oder so, also mit den fliegenden Blöcken, finde ich auch immer ein richtig. Also
Das kann richtig cool sein. Also, und da ist es auch richtig cool. Man muss bei jedem Jump muss halt mit einberechnen, wo ist gerade die Plattform, damit du diesen Jump auch perfekt ausführen kannst. Auf die Bullets zum Beispiel. Oh, da war noch eine Feuerblume, oder? Krieg mal nicht mehr. Oh, ärgerlich. Oh, Digga. Ist da ein Mole, Digga? Ja. Der Mole macht mich platt, oder? Go, 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 go. Survival haben wir noch. Ja. Wir müssen gucken, dass wir da die Feuerblume durchkriegen. Ich habe sonst jetzt zu Pain. Also wir haben genug Zeit, weil wir haben sowieso ein Survival hier mit am Start. Glaube ich. Ich glaube, wir müssen auf irgendein... Ah, da kommt irgendwie Pilz. Der Algorithmus ist, muss ich bei Nintendo mal nachfragen. Also Mario, ich sag, oder jetzt wie Mario, ich sag mal so, also heute hast du echt einen guten Job gemacht, Digga. Heilige Mutter Gottes. Richtig schöne Stages mit dabei. In der Super World. Das ist echt eine absolut Premium-Klasse, was heute, finde ich, für Level mit dabei sind in der Super World. Also für Casual Gamer ist diese Super World genau das Richtige. Für euch eine schöne Herausforderung sein, glaube ich, die Stages zu meistern. Ja, also ich glaube auch. Also normalerweise solltet ihr da durchkommen, denke ich mal. Vor allem, was da halt auch alles passiert, ist halt einfach auch schön mit anzugucken, sage ich mal. Mal in die Pipe. Ah, guck mal. Okay. Sehr schön. Ist halt auch. Ist halt absolut fertig sein. Du hast immer eine Sekunde Zeit, um zu reagieren. Hallo? Der Aufzug. Oh, jetzt wieder nach oben einmal. Hui. Autsch. Gehen wir in die Pipe. Vielleicht kriegen wir einen Checkpoint. Ah, oh, das liebe ich ja auch. Okay, wir kriegen auf jeden Fall schon mal Pilz. Ah, da war mein Tick zu weit rechts. Kriege ich nochmal einen Pilz? Da ist ein Leben. Das können wir vergessen erstmal. Okay. Pilzi. Goofy. So. Da haben wir noch ein paar Leben zusammengraben. Wir haben fast 80 Leben mit am Start, von dem her alles gut. Warte mal. Ah, okay. Wir gehen mal ohne Power-Up durch. Okay. Drückt den Schwengel nach oben. Sehr schön. Pilz kriegen wir auch wieder. Kommt da noch was raus? Oder nur ein Pilz? Nur ein Pilz. Hätte sein können, dass Progressive ist, dass man da noch ein bisschen was bekommt. Warum hier eine Reset-Door ist, verstehe ich nicht. Weil der resettet ja von sich aus immer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Come on. Ah, okay, da wäre es sogar weitergegangen. Schade. Okay. So, ein paar Münzen.
Sollen wir ein bisschen Shell fahren? Dass sie mich nicht zuerst hätten, ist echt krass. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie mich zuerst hätten. Da hätten sie mich. Da hätten sie mich. Da hätten sie mich. Ich dachte, wir müssen mal alle zerstören, bevor wir da drauf gehen. Ne? Ich hoffe, es gab einen Checkpoint. Es, für mich ist auch absolut eine coole Abwechslung halt mal zum Endless. Ist halt auch mal ein bisschen entspannter. Im Endless bist halt immer so ein bisschen. Oh, schade. Im Endless bist halt immer irgendwie ein bisschen so on fire, sag ich mal, weil. Da ist halt jeder kleine Fehler, ist halt gleich richtig pain, die gehen richtig in die Leben rein und so weiter. Muss immer auf hoch fokussiert sein eigentlich im Endless, wenn du das 8 Stunden am Tag machst. Ist jetzt mal schön, dass wir ein bisschen was Entspannteres haben, sag ich mal. Geht die Tür auch noch auf? Ah ja. Müssen wir jetzt irgendwas machen? Ja. Ach, witzig, dass die immer random schießen. Müssen wir die irgendwo reinballern? Ja. Come on. Ja. Oh, die Pipe. Okay. Sehr gut. Kommen wir in Welt 7. Zwei Welten sind es noch, Leute. Watcher?